Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem, guck mal, der Krieger, da bin ich, ja. So, Kamera geil, ja, so. Auf jeden Fall, es haben einige Leute mich angeschrieben und würden gerne nochmal sehen, wie kommentierst du, wie lange brauchst du für so ein Commentary, wie sieht das Ganze aus? Und ich habe jetzt gerade im Hintergrund, das, was ihr hier unten nicht sehen könnt, schon mein Sony Vegas aufgemacht, habe mir auch schon ein Gameplay rausgesucht und zwar Team Deathmatch auf der Map Faveda, das heißt Modern Warfare 2. Habe mir das Gameplay jetzt zweimal angeschaut, einfach damit ich schon mal weiß, wie habe ich damals gespielt, was habe ich damals gespielt, wo bin ich langgelaufen, gab es irgendwas Besonderes. Und ja, das heißt, ich weiß jetzt schon mal so grob, alles klar, das ist der Drops, den wir heute hier lutschen werden. Das Gameplay dauert so 6 Minuten 30 und ich werde aus diesem Gameplay, aus dem gesamten Material, werde ich, ja, wie soll ich es am besten beschreiben, 3 Commentaries machen, genau. Das heißt, es gibt 3 verschiedene Arten, wie ich jetzt heute hier mit Facecam, also so, dass ihr halt seht, wie ich hier rumlaber, kommentieren werde. Ich werde die Kamera erst dann oben in die Ecke packen, wenn das, ja, Gameplay bzw. das Commentary im Kasten ist. Ich gehe davon aus, da ich jetzt für allein dieses Announcement hier, diese Erklärung, diese Einleitung schon ein paar Outtakes gebraucht habe, bzw. ein paar Takes gebraucht habe, dass das Ganze relativ fix werden wird. Wir haben es jetzt gerade 9 Uhr morgens. Am 23.11. Stimmt das? Ja, Freitag, 23.11. Und ich werde mich jetzt da um dieses Gameplay bemühen. Ich denke, ich habe so ungefähr 2 Stunden Zeit dafür. Ich glaube aber ganz ehrlich nicht, das ist ein kurzer Drops, wo ich wenig füllen muss, dass das eigentlich relativ schnell geht. Davon gehe ich zumindest mal aus. Wie gesagt, 6 Minuten 30 ist das Gameplay lang. Ich gehe davon aus, dass das so schon vielleicht im zweiten, dritten, vierten Versuch sitzen könnte, zumindest beim ersten Mal. Ich habe mir schon überlegt, ich werde auf jeden Fall 3 Versionen, 3 Commentaries machen. Eins wird klassisch kommentiert werden, das werde ich zum Schluss machen. Halt mit diesem, warum mache ich jetzt das, warum mache ich dieses und jenes und welches. Dann werde ich ein Commentary machen zu einem Thema. Welches Thema nehmen wir denn? Weihnachten, Adventskalender gedöns, weil das kommt ja jetzt auch schon so langsam auf und zu. Und dann machen wir ein Commentary über meine aktuellen Projekte, warum momentan so wenig Videos kommen und wenn dann live kommentierte Videos etc., wo ich das halt so ein bisschen erkläre. Damit fangen wir auch an, wir arbeiten uns quasi von hinten nach vorne. Das heißt, erst machen wir ein Commentary, warum momentan so wenig kommt, beziehungsweise warum momentan, ja, wie es bei mir momentan aussieht, wieso ich graue Haare kriege, sagen wir so. Dann zweiter Teil, der Adventskalender, das ganze Gedöns. Wobei, das ist eigentlich scheiße. Das kann ich eigentlich ins erste noch mit reinpacken. Gut, mache ich das da mit rein. Was haben wir denn als schönes Thema? Ich hatte irgendwie jetzt die Tage ein geiles Thema. Videoantworten. Videoantworten wollte ich schon immer mal ein Commentary zu machen. Das nehmen wir auch. So, ich habe jetzt hier mein... Wieso wackelt das hier, wenn ich hier... Wieso ist das da unstimmig hier? So, ich habe hier ein Sigma-Headset. Sieht man das? Stell mal scharf. Fokus! Haha, Sigma. Da. Dieses Headset nutze ich nicht zum Kommentieren. Ich nutze es einfach nur für den Sound. Warum, wieso, weshalb, ist eigentlich ganz einfach. Ich möchte nicht, dass ihr den Game-Sound nochmal über das Mikrofon aufgenommen bekommt. Und deshalb passt das. Ich werde auch... nee, mache ich nicht. So, das drauf. Zack, ab der Fisch. Was wichtig ist, zumindest bei mir ist es so, ich trinke gerne vor dem Commentary erstmal was, weil wenn du dann irgendwann nachher einen trockenen Mund hast oder so eine Scheiße, ist das für den Arsch. Danach kommt meistens immer ein Bäuerchen.
Und dann kann es eigentlich schon quasi losgehen, wenn nicht noch ein Bäuerchen kommt. So. Der war schon ein bisschen schäumiger, aber nichtsdestotrotz, ich habe das, ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich bin so eine, wie soll ich sagen? Ich habe sehr selten eine freie Nase, so immer irgendein Schnodder drin, aber ist ja egal. So. Übrigens, das Mikrofon ist das Rode NT1A, mit dem ich kommentiere. So, ich weiß ja, worum es losgeht. Ja, so. Meine Nase juckt. Es geht mir am Sack. Gut, dann fangen wir mal an. Ich bin nervös. Ich mag das nicht, wenn ihr mir zuschaut. So, und jetzt verpiesel ich mich mal da oben in irgendeine Ecke. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute gibt es Team Deathmatch auf der Map Favela und ich habe in meinem Koffer eingepackt die Scar Age mit einem Rotpunktvisier und dazu die Spaß 12 als Perks, Plünderer Pro, Feuerkraft Pro, Ruhige Hand Pro und die Abschussserien sind ganz einfach auf der 5 die Predator, auf der 7 der Harry und auf der 9 glaube ich der gute Pavlo. So sieht das Ganze aus. Und wir fangen heute mal an mit einem Triple Commentary. Und wir fangen mit der ersten Version an. Und zwar, ja, ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich würde wesentlich lieber und wesentlich gerne, möchte ich euch gerne Commentaries zeigen, die ich nachkommentiert habe. Also das klassische Nachkommentieren. Aber das Problem ist, dafür fehlt mir momentan wirklich, wirklich, wirklich mehr als die Zeit. Deshalb gibt es, ja, von Semtex dieses, das Dishonored Gameplay. Dishonored. Dann gibt es von Solution das, ja, Can You Beat the Solution? Und von mir World to Commander. Ich werde schauen, dass ich so wie jetzt hier heute mal so das ein oder andere noch zusätzlich hier raushaue. Ich weiß selber, dass Worms, das Trials, das Anno, das Bridge Builder und auch Assassin's Creed so ein bisschen momentan auf der Strecke bleibt, aber ich komme momentan einfach zu nichts. Wie könnt ihr euch das Ganze vorstellen? Hä? Du bist doch... Oh, hier, geil, ne? Geil. Aber dazu kommen wir nachher nochmal. So, auf jeden Fall, ihr wisst ja, dass ich YouTube hauptberuflich betreibe. So, das heißt, ihr sagt ja, für die meisten ist es so, ey, der Krieger schimmelt die ganze Zeit nur zu Hause rum und pult sich die ganze Zeit nur mit dem Finger am Sack rum. Nein, so ganz ist es nicht. Das Pokerturnier, was momentan veranstaltet wird, ihr könnt es vielleicht, glaube ich, schon gar nicht mehr hören. Ihr kotzt euch da quasi schon aus. Kostet jede Menge Arbeit. Die Leute haben ja gewollt, dass man das Ganze in einem Livestream schauen kann. Wir haben das Ganze jetzt organisiert. Dazu wird es auch noch Trailer geben. Einen, also ich kann euch mal sagen, wie das Ganze jetzt so in der Produktion noch weiterhin aussieht. Und zwar, wir werden nächste Woche, ich verrate natürlich jetzt nicht wann und wo, werden wir einen Livestream-Trailer produzieren. Zumal da gibt es eventuell noch das eine oder andere coole Feature, nämlich dass Leute zuschauen können. Das muss aber noch geklärt werden, zumal da sind einige Auflagen, die erfüllt werden müssen in Bezug des Brandschutzes, mit Feuerwehrgedöns, Toiletten müssen zur Verfügung gestellt werden, all der ganze Sabralli. Und eventuell wird es möglich sein, ja, dass da noch ein paar Leute zuschauen können. Das hoffe ich natürlich. Und dass man dann sagt, okay Leute, hier, was weiß ich, es kostet 10 bis 15 Euro und davon gehen ein 10er geht dann in den Pott in den Spendentopf, weil das ist ja ein Charity Let's Poker, das heißt wir spenden das Ganze an einen guten Zweck und für einen guten Zweck, wird aber noch alles soweit gesagt. So, das wird momentan geklärt, dann sind es natürlich so ein paar Sachen, wer ist alles mit dabei, fragt ihr euch jetzt. Es sind auf jeden Fall Chris und Sepp in Spielerform von Pete's Meat dabei. Der Brammen wird es zusammen, kann ich das schon sagen, mit Michael Körner kommentieren. Also, ja, richtig geil. Michael Körner, für die Leute, die es nicht kennen, das ist der Typ, der auch bei Stefan Raabs Pokersendung ja, das Poker kommentiert. Der wird mit dabei sein, hoffe ich zumindest. Also davon gehe ich jetzt eigentlich fest aus. Dann sind natürlich noch so ein oder andere Schmankerl ist natürlich auch noch mit dabei. Der Gronki wird mit dabei sein. Mit dem Sarazar weiß ich jetzt noch nicht, kann ich noch nicht so sagen. Oder einer von beiden wird auf jeden Fall mit dabei sein. Nils und Simon von Game One sind mit dabei. Der Wildcard-Gewinner ist mit dabei. Stefan von Game Insight und ich. Und dann gibt es noch einen Überraschungsgast. Den möchte ich hier an dieser Stelle noch nicht verraten. Lasst euch da einfach mal überraschen. Auf jeden Fall, es wird einfach ein richtig geiles Event.
ich rechne davon, dass mindestens 5000 Euro nachher in Potsdam die gespendet werden. Ich möchte auch da noch ein bisschen was von dem King of Web Geld dazulegen. Einfach weil ich denke, das hat da wirklich Sinn. Und wenn ich mir teilweise so die Kommentare unter den Videos durchlese, dann ist es einfach vernünftig. Apropos Kommentare unter Videos und Geld spenden. Natürlich sollt ihr auch nicht ganz leer ausgehen. Es gibt einen Adventskalender dieses Jahr natürlich auch wieder in verschiedenen Formen. Es gibt einmal die Weihnachtsgeschichten. Ja, so das Kleine ist, ich verrate noch nicht zu viel. Da habe ich mir was Witziges mit jemandem überlegt. Dann wird es ein Headset-Review-Bereich geben, wo wir zusammen mit Game Insight und dem Frank WPT, sprich Sirius, wir werden uns da zusammen hinsetzen und werden die Headsets mal genauer unter die Lupe nehmen. Die könnt ihr dann auch gewinnen. Und es wird einen größeren Adventskalender geben, wo wir noch für den 24. Türchen ein richtig, richtig fettes Gewinnspiel rausknallen wollen. Dann jede Samstag, glaube ich, im Dezember wird ein Gewinner eine Elgato Game Capture Karte Samstag werden. Also es ist eine Menge geplant. Es ist wirklich, wirklich richtig viel voll. Dann das Hörspiel ist immer noch aktuell, da fragen auch viele Leute nach. Ihr seht es beim Commander, da ist alles voll. Hier, ne, der sprudelnde Brunnen der Ideen. Auf jeden Fall, das ist eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, so weitestgehend ziemlich alles. Ja, also es ist eine Menge. Zumal die Videos vom Pokerturnier, die werden natürlich auch auf den einzelnen Kanälen hochgeladen. Also da kriegt ihr auch noch euren Input. Macht euch darüber mal gar keine Sorgen. Also wir versorgen euch da schon weitestgehend mit den coolsten, geilsten Videos, die es je auf YouTube gab. Ganz einfach. So. Ja, das sind eigentlich so die Projekte. Und da liegt es leider momentan so auf der Hand. Da fehlt ein bisschen die Zeit, um halt ja zu kommentieren, um halt ja auch zu zocken. Und deshalb muss man dann mal auf ein altes Gameplay zurückgreifen oder halt gar nicht kommentieren oder halt Live-Commentaries machen wie War to Commander. Das geht in der Regel ein bisschen schneller vonstatten. Aber ja, ich kann nur sagen, Entschuldigung, ich gelobe Besserung und das Gameplay ist zu Ende. 7500 zu 4500. Hier seht ihr nochmal von Power Dr. Den Final Kill. Und mein Score 37 zu 7. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Aber jetzt nicht abschalten. Denn es geht sofort weiter mit dem nächsten Commentary. Jetzt machen wir hier nämlich mal Schnitt. So, das fand ich schon mal richtig, richtig lecker Geschmäcker. Jetzt schieben wir das hier wieder hin. Nein, scheiße. Steuerung Z. Schnitt. Das fand ich eigentlich schon mal ziemlich gut. Fand ich eigentlich sehr gut. Hat mir gefallen. So. Jetzt fügen wir hier den anderen Part ein. Bam, badaba. Ich muss das noch synchronisieren, fällt mir gerade auf. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Das mache ich am Ende. Das mache ich am Ende, Freunde. So. Und Teil 2. Thema Videoantworten. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute gibt es Team Deathmatch auf Aveda. Ihr kennt das Ganze schon. Im Koffer befindet sich die Sky Age mit einem Rotpunktvisier und der Spaß 12 als Perks Plünderer Pro, Feuerkraft Pro und die ruhige Hand ebenfalls in der Pro-Version. Die Abschlussserien auf der 5, die Predator, auf der 7, der Harry, die andere Killstreak erreiche ich eh nicht. So, wir kommen zum heutigen Commentary und das Thema, um das es heute geht, sind Videoantworten. Ja! Und zwar, einige von euch haben es sicherlich schon gemacht, haben es schon mal probiert, eine Videoantwort erstellt. Was ist eine Videoantwort überhaupt? Geht einfach mal zum Beispiel auf das Fick dich Activision Video, wo ich mich über Nuketown ausgelassen habe. Da haben einige überhaupt noch nicht verstanden, dass es nicht um Nuketown ging, sondern einfach nur darum, wie Activision uns verarscht und uns ja behandelt. So, aber nichtsdestotrotz geht mal auf das Video und da findet ihr unten über den Videokommentaren findet ihr so einen kleinen Bereich mit Videoantworten. Ja, das sind Videoantworten von anderen YouTubern, teilweise auch mal gerne von mir selber eine erstellt. Und so sieht das Ganze aus, das könnt ihr auch machen. Und zwar gibt es tausende Kommentatoren, tausende. Und ich höre immer wieder, ich kann nicht so groß werden, es ist so schwierig. Nein, ihr habt die Möglichkeit groß zu werden, ihr müsst nur die richtigen Mittel machen. Wenn ihr in die Videokommentare von irgendeinem größeren YouTuber reinzwemmt, ey, Leute, ich habe jetzt übrigens auch mal angefangen, übrigens hier, kommen wir gleich zu,
Ich habe jetzt auch damit angefangen, hier Commentaries zu machen. Und ich mache die geilsten Let's Plays und die geilsten Commentaries. Schaut doch mal bei mir vorbei. Mal ehrlich, wollt ihr die Leute haben, die dann aus, wie soll ich sagen, aus teilweise Mitleid, teilweise aber auch aus Hass rüberkommen und euch beleidigen oder so? Nee, wollt ihr nicht. Deshalb macht das Ganze doch vernünftig. Sucht euch einen Kommentator aus, der ein geiles Thema gemacht hat. Zum Beispiel das Thema Videoantworten. So, jetzt geht ihr hin und überlegt euch, was ist euer Senf zu Videoantworten? Was kann man tun, was kann man machen? Und erstellt einfach ein Video. So, dann könnt ihr auch schreiben, Videoantwort an Commander Krieger oder an, was weiß ich, Isegrim. Leckt mich am Arsch, ist ja auch Schnuppe. Und ihr gebt dazu einfach mal eure Meinung ab. Ich finde es ziemlich cool. Ich finde es sehr interessant. Ich habe es ja damals schon gemacht. Gib mir deine Meinung über Commander Krieger. Und dann könnt ihr Videoantworten zulassen. Und vielleicht kommt der eine oder andere auf euren Kanal, schaut sich das Ganze an. Ich werde demnächst jetzt auch eine Videoantwort machen. Zusammen mit dem Fössel habe ich mir das überlegt. Und zwar an einen sehr großen YouTuber. Ich sage einfach mal, Welcome to Beast. Ja. Der ein oder andere kennt ihr vielleicht, KSIO Legitimity, hat aufgerufen, an einem öffentlichen Platz eine Video- oder Welcome to Beast zu brüllen. Und das Ganze soll halt so ein bisschen peinlich werden. Ich mache das Ganze mit dem Fössel auch. Wir werden uns da irgendwann bis zum 10. Dezember, wahrscheinlich nach dem Pokerturnier, am Kölner Dom verabreden, machen ein kleines Abonnententreffen und dann gibt es mal für KSIO Legitimity ein ordentliches Welcome to Beast. Bringt die Kameras mit, bringt alles mit, dann können wir nämlich da schön eine ordentliche Runde machen. Und so versuche ich einfach mal bei einer witzigen Aktion teilzunehmen und den Leuten mal so ein bisschen ja, die Kreativität aus den Augen zu, aus den Fingern zu saugen. Ja, so. Das heißt, Videoantworten dienen erstmal dafür, dass ihr euch erstmal mit einem Commentary-Thema irgendetwas komplett auseinandersetzt. Das heißt, nicht, dass ihr sagt, ich weiß nicht, wie ich größer werden soll, ist alles so scheiße. Nee, ihr habt die Möglichkeiten, ihr müsst sie nur nutzen und dafür sind so Videoantworten eigentlich bestens geeignet. Egal welcher YouTuber es ist, jeder hat irgendwie irgendwo ein Thema. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube die meisten, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, sind auch gewillt Videoantworten zuzulassen. Warum sind Videoantworten so erfolgreich? Erstens, für mich ist es ein geiler Punkt, eure Abonnenten. Das heißt, der kleine Joshua, der 20 Abonnenten hat, vielleicht kennt mich davon nicht jeder. Wenn er eine Videoantwort zu meinem Thema erstellt, lädt er die auf seinem Kanal hoch und schickt sie mir quasi. Aber seine Abonnenten können diese Videoantwort sehen und sehen, hey, da gibt es noch andere YouTuber, was weiß ich. So kann man auch auf sich aufmerksam machen, indem man Videoantworten zulässt. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen. Ich gebe euch die Möglichkeit, Videoantworten zu geben und ihr gebt mir die Möglichkeit, ja, auch noch ein bisschen zu wachsen. So ist das halt Hand in Hand zusammenarbeiten. Ich muss allerdings sagen, ich nehme nur Videoantworten an, die passen. Das heißt, und auch nicht auf jedes Thema. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf eine Twilight-Episode ein Call of Duty Gameplay als Videoantwort erstellt, keine Chance, gibt es nicht. Bah, pfui. So, das heißt, das Topic muss schon passen. Das heißt, ich werde auch zu diesem Video wahrscheinlich nur Call of Duty Gameplays zulassen. So, einfach damit es passt, damit die Zielgruppe so ein bisschen identisch bleibt. Dann werde ich auch nur Videoantworten zulassen, die sich um das Thema Videoantworten drehen und nicht um irgendeinen anderen Scheiß. Ja, so ist eigentlich das Ganze gedacht. Ihr könnt mir mal gerne in die Videokommentare schreiben, was ihr zu dem Thema Videoantworten überhaupt denkt. Schaut ihr euch Videoantworten an? Ich tue es selber gerne. Schau mir einfach mal an, was wurde da so fabriziert. Und ich denke, es ist einfach eine Möglichkeit, wie man auf sich und seinen Kanal aufmerksam machen kann. Und wenn das Ganze dann auch noch eine ordentliche Qualität hat, kann man so den ein oder anderen Abonnenten gewinnen. Und das ist doch ein schöner Punkt. Also das ist einfach der Konsens zum Thema Videoantworten. Wie könnt ihr eine erstellen? Ihr geht unten in die Videokommentare, klickt da rein, wo die meisten Leute Erster, Zweiter, Dritter und deine Mutter war bei mir Erster schreiben. Und dann, wenn ihr da reingeklickt habt, gibt es unten rechts ein Feld Posten und daneben das Feld Videoantwort erstellen. Dazwischen ist noch ein Oder, aber es ist scheißegal. Ihr klickt auf Videoantwort erstellen, müsst dann ein Video öffentlich auf eurem Kanal hochgeladen haben, wählt es aus, akzeptiert das Ganze und dann müsst ihr nur noch darauf warten, dass ich das Ganze freischalte. Das dauert in der Regel, innerhalb von 24 Stunden sollte das geschehen sein. Wenn nicht, dann habe ich sie abgelehnt und das war mein Beitrag heute zum Thema Videoantworten. Der Score 7500 zu 4500, ich habe 37 zu 7. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr über Videoantworten denkt. Und ich verabschiede mich mit einem Gutschuss
euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fand ich auch gut. So, und jetzt kommt das Klassische. Das ist eigentlich mit auch das Schwierigste. Also da bin ich gespannt, ob wir das wirklich in einem durchprügeln können. Ich darf das eigentlich hier gar nicht hintereinander hinmachen. Das ist Kacke. Ich mach das scheiße. Egal. Auf jeden Fall. Gameplay läuft in 3, 2, 1. Bup. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Und die Tonspur nimmt nicht auf. Scheiße. Jetzt? 3, 2, 1, weg. Wieder nicht. Fick dich. Fick dich, Vegas, fick dich. Fick dich. Machen wir halt einen neuen Audio-Track auf. Fick dich. So. Jetzt muss ich auch mehr auf dem Bildschirm achten. So. Da trinke ich nochmal einen Schluck vor. Das wird, habe ich lange nicht mehr gemacht. Konstant, ne? So. Eide aus der Nikolaus. Gut. Drei, zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute gibt es Team Deathmatch auf der Map Favela und ich habe dafür in meinen Koffer eingepackt die Scar Age mit einem Rohpunktvisier und die Spaß 12. Als Perks Plünderer Pro, Feuerkraft Pro und die ruhige Hand Pro, genau. So, das lassen wir aber jetzt drin. Beziehungsweise hier kann ich es rausnehmen. Habt ihr nachher in der anderen Aufnahme. Nein, da nicht. So, hier bitte hin. Dankeschön. Aufnahmen 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute gibt es Team Deathmatch auf der Map Favela und ich habe dafür in meinen Koffer eingepackt die Scar Age mit einem Rotpunktvisier und dazu die Spaß 12. Als Perks Plünderer Pro, Feuerkraft Pro und die ruhige Hand Pro, auch das dreckige Madenauge genannt. Als Abschussserien befindet sich in meinem Koffer auf der 5 die Predator, auf der 7 der Harry und auf der 9 der gute alte Freund der Payflow. Ja, heute fangen wir mal mit einem klassischen Commentary an. Wollt ihr den ersten Kill auf Favela haben, knallt ihn einfach hier ab. Hahaha, ziemlich einfach gedacht und ich denke mir jetzt, ich muss irgendwie gemütlich in den Gegnersbaum wandern, schnapp mir erst die Spaß 12, hier oben ist aber keiner und kann mit der Scar Age den Typen gerade noch wegholen. So, ich denke mir jetzt, alles klar, du nimmst jetzt hier die Seite und springst jetzt hier über das Haus. Achtet aufs Radar, hinter mir sehe ich jetzt einen, der muss noch irgendwie da hocken, aber ja, wo ist er? Weg. Also ab in den Gegner-Spawn, ganz gemütlich rübergechillt und da sind auch schon die beiden Kollegen. Am Anfang wollte ich nicht schießen, habe es dann trotzdem gemacht, auf die Gefahr hin, dass die Jungs wissen, dass ich da bin, beziehungsweise auch noch andere Kollegen und habe hier das Glück, ja, zwei in einer Reihe, ein wunderschöner Doppelabschuss. Den glücklich aus der Hüfte weggeronzt und ich habe die Predator. Da keine Zeit zum Nachladen ist, wechsle ich zum Spaß 12 und knüppel erstmal die Predator raus und hahaha, guckt euch an, ist das geil, Weihnachten, ja! Und direkt der Harry. Multikill mit der Predator, das heißt, der Harry wird scheiße, Freunde. Der Harry wird scheiße. Ich kann schon mal vorwegnehmen, das Biest macht nur einen einzigen Kill. Noch nicht mal mit dem Luftschlag mache ich einen. Und jetzt, ja, bin ich eigentlich, ich habe übrigens den Chopper-Gunner mit dabei, fällt mir gerade übrigens auf. Bin also gemütlich jetzt vor dem Chopper-Gunner noch zwei gemütliche Kills. Deshalb will ich hier gar nicht irgendwie auf Risiko gehen. Gehe großartig nicht raus. Ein Kill, ja, macht mein Harry. Und ich mache mich jetzt locker flockig auf den Weg, ja, nach oben, um zu schauen, ob da irgendwelche Gegner sind. Um mir den Rückraum zu sichern, werfe ich diese Handgranate raus. Ja, kein Hitmarker, das heißt, da ist kein Schwein. Irgendwie war ich hier ein bisschen vom Gegner-Spawn verwirrt. Such den Gegner förmlich, sehe den roten Punkt auf dem Radar, das heißt, hier gegenüber muss einer sein. Ja, erstmal alles gecheckt, kein Gegner ist da, super. Da sehe ich einen Gegner, will ihn abknallen, ja, und er wird von einem anderen Kollegen abgeknallt. Da geht einem schon wirklich der Arsch auf Grundeis. Dann, ja, wieder einen Gegner gesehen, der verreckt und ich kriege auf die Fresse. Da hätte der Controller schon mal gut und gerne 5,40 Meter fliegen lassen, fliegen können. Und ja, ich denke, der Typ ist da oben, der meinen Kollegen gerade abgeknallt hat, aber nein. Der Slimu
meint da unten campen zu müssen. So, nichtsdestotrotz gehe ich jetzt hin und knall ihn ab. Oben habe ich jetzt gerade hinterm Haus schon den nächsten gesehen. Gehe deshalb in Deckung zum Nachladen und er ist immer noch da und vielen Dank. So einfach kann das Spiel sein, wenn man da nicht ebenfalls noch auf die Fresse bekommt. Da kann man nichts dran ändern, so ist das Spiel leider. Und jetzt heißt es einfach wieder vernünftig schauen, dass man wieder zurückfindet, back to basic, um ja, die Predator zu bekommen, um eventuell noch den ein oder anderen Harry rauszuknüppeln und vielleicht noch den Chopper Gunner zu erreichen. Also, ich mache mich auf den Weg, versuche die Gegner so ein bisschen zu orten, zu finden. Der andere geht leider auch rein. Das war sein Verhängnis und ich wurde auch noch befördert. Ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Beförderungsscheiß geht mir am Sack dauernd immer dieses Gelärme, dieses Getrödele. Aber da haben wir das Schöne jetzt. Zwei Gegner wieder. Hitmarker, Hitmarker, Predator erreicht und man kriegt wieder auf die Fresse. Besten Dank. So, die Predator habe ich nicht sofort rausgehauen. Warum? Ihr habt gerade eben die andere Predator gesehen. Das heißt, ich hätte eventuell damit nicht einen Kill kriegen können. Gehe jetzt hier in Ruhe in Deckung. Und ja, es ist schon wieder ja, Sammelveranstaltung. Aber diesmal leider nur ein. Der Killer Punchy XLP, der ging mir auch ordentlich auf den Zwirn. Und hier, ja, Commander Krieger im FTW. Daumen hoch für das. Ja, und ich kriege wieder auf die Fresse. Das sind so Momente, ich kann es euch nicht beschreiben. Ich weiß auf jeden Fall, rechts oben ist einer. Eventuell doch der Camper da in der Ecke. Da geht man einfach mal auf Nummer sicher. Man hat gerne, ja, Camper, die immer wieder die gleiche Position nehmen. Gerade so abgefuckte Ecken wie die da vorne. Die werden gerne immer und immer wieder genutzt, wie ihr es hier gerade seht. Das ist, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Das sind so Ecken, damit rechnet man eigentlich gar nicht. Also das heißt, die normalen Spieler suchen sich gar nicht diese Ecken aus. Da gibt es irgendwelche Head-Glitch-Spots oder irgendwas anderes. Aber es ist sehr selten, dass irgendwie da, ja, da so ein Spot ausgewählt wird. So, den Kollegen habe ich da reinschleichen sehen. Also die Spaß raus. Und moinsens. So, da seht ihr die Beine. Ich kriege leider nur einen Hitmarker. Hätte jetzt eigentlich hier oben ans Fenster gehen sollen, habe ich aber nicht getan und ja, krieg wieder nach der Predator schön auf den Sack. Freunde, ich kann euch wirklich sagen, das war ein Gameplay, ja, okay, Predator-mäßig schon ordentlich. Es hätte auch ein Triple Kill sein können hier, was ich ziemlich, ziemlich schade fand, weil der eine Typ da gerade noch irgendwie in der Häuserecke war und ein bisschen Glück hatte. Ich weiß auch nicht, wie, ja, der Spawn hat sich eigentlich sehr selten hier verändert. Meistens wurden sie hier unten an der Hauptstraße gespawnt, so kam es mir zumindest vor. Da ist zumindest die meiste Action abgegangen. Und das Gegnerteam war, wie ich fand, sehr ungemütlich. Einfach, weil sie immer in einer riesen Gruppe gelaufen sind. Entweder man hatte dann Glück und konnte 3-4 Kills hintereinander wegmachen. Oder, ja, man hat dann nur auf die Fresse bekommen. So, Predator habe ich. Jetzt ist die Frage, Predator auslösen oder den Harry so holen. So, Harry herausgeknüppelt, schnell nochmal in Deckung gegangen. Und die Predi raus. So, Predator ist raus. Und Barfisch. So, jetzt muss der Harry wieder abgehen. Und was macht er? Er macht nichts. Der Kollege will mich da wirklich verarschen. Dann kriege ich wieder einen auf die Fresse. Kurz vor dem Chopper Gunner. Das heißt, das Unternehmen Chopper Gunner ist leider hier bei diesem Gameplay gescheitert. Ich kann es einfach nicht ändern. Der Drops ist auch schon gelutscht. 7500 zu 4500. Mein Score 37 zu 7. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich jetzt wieder mal versucht habe, so zu kommentieren, es ist einfach nicht mehr meine Art. Also das werde ich jetzt gleich auch nochmal so ein bisschen erzählen. Ich weiß nicht, es passt einfach irgendwie nicht mehr. Auf jeden Fall, das waren jetzt so das Gameplay, ihr habt es dreimal gesehen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Wir sind jetzt hier auch erstmal raus. So. Ihr habt jetzt das Ganze dreimal gesehen. Und ich wusste ja schon, was im Gameplay passiert, aber ich muss ehrlich sagen, es ist für mich verdammt schwer, diesen klassischen Kommentierstil, ja, ich sehe hier einen auf dem Radar, etc. Dafür fühle ich mich nicht, ich fühle mich da nicht wohl in der Haut, weil es gibt so viele bessere Spieler, die euch diese Tipps geben könnten. Das ist, finde ich, nicht mehr meine Aufgabe, es ist nicht mein Job, euch da diese Tipps und Tricks zu zeigen, weil ich selber eher diese Tipps und Tricks bräuchte von meiner Spielweise her. Woher kommt das, kann ich euch auch kurz sagen. Ich habe damals, wie ich angefangen habe zu kommentieren und vorher am Tag, ja, 4 bis 5, teilweise auch 6 Stunden gezockt. Kam vom Casino nach Hause, zack, die Konsole rein und dann noch abends schön durchgesuchtet. Da waren dann teilweise nicht dabei, wenn man Frühdienst hatte. Man war um 21, 22 Uhr dann zu Hause, Frühdienst. Und man war dann um
um 10 Uhr abends zu Hause. Dann hat man bis 6 Uhr gezockt, weil dann die ganzen Kollegen aus dem Casino online gekommen sind und man zusammen gezockt hat. In der Zeit lernt man natürlich auch viel mehr, wenn man viel spielt. Momentan zocke ich am Tag 2 Stunden, 3 Stunden mit War to Commander vielleicht. Noch nicht mal. Also eher 2 Stunden fehlt einfach die Zeit für. Und da bleibt natürlich der Skill auf der Strecke. So sieht das Ganze bei mir aus. Ich suche auch keine Ausreden. Ich weiß selber, dass ich nicht der Pro-Gamer bin. Aber das ist einfach so mein Punkt, wo ich einfach sage, das klassische Kommentieren, dieses Old-School-Commentary, wie es gerne auch mal genannt wird, das ist nicht mehr meine Art. Das ist einfach Old-School, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das reizt mich auch nicht mehr. Es ist für mich keine Herausforderung mehr, so zu kommentieren. Für mich ist eher die Herausforderung, neue Ideen zu erschaffen, neue Sachen zu ermöglichen, vielleicht euch da draußen auch mal die eine oder andere Freude zu machen. Und das ist einfach so mein Punkt. Ich sehe mich auch nicht als Commentator oder Let's Player. Ich sehe mich in einer gewissen Art und Weise als Unterhalter. Ich versuche euch mit meinen Gameplays, mit meiner Art und Weise, die ich habe, zu unterhalten. Und ja, ich bin raus. Gut, tschüss, euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.